Du wartest hier auf Kühe? Ah oh, ja. Und was meinst du, dass mehr Kühe oder mehr Auto jetzt hier machen weg? Jetzt einmal sieht man mehr Auto. Hat sich geändert zu früher, hä? Ja, ja. Bist du früher auch mitgelaufen daheim? Ja, nicht viel. Was ist denn speziell? Weißt du, bin da so fähig schau? Warum gehen da so viele Leute? Warum ist denn die Freude? Ja, die Jungen da. Eben, hä? Jetzt langsam hört man Geräusche, aber meistens Autogeräusche. Und so, wo man dann schaut, jetzt sind wir am Schellenhalter Rank und warten. Meinst du, laufen sie überhaupt noch mit den Kühen oder wird alles transportiert? Nein, im Hof haben sie auch noch zu Fuß. Du, du hast heute sagen. Paul, hast du frei heute? Heute habe ich frei, ja. Extra aber nur 2 Stunden. Echt? Ja, ja, extra der Fähschau. Weißt du, ich habe schon ein paar Mal gefragt, was ist denn da so speziell in dieser Fähschau? Ja, es kommt halt einfach wieder einmal alle Berge ins Dorf. Die meisten. Ja. Ich nehme die 2 Kühe, die nur so gut laufen können. Was besser ist, dass sie nicht nach Hause und laufen durch die Straße. Und die anderen laufen? Die kommen jetzt gar, ja. Sind sie fähig? Ja. Es ist gut. Sie kommt schon in den Job, ja. Habt ihr heute frei? Nein. Keine Schule? Nein. Was machen wir lieber, das oder die Schule? Das! Wie lange laufen wir jetzt hier? Ja, noch eine Viertelstunde vielleicht. Und wie lange sind wir schon fertig? Ja, etwa so viel jetzt. Gell? Viertelstunde. Hier der Blick auf die Stockengasse. Ja, hier sieht man, hier laufen sie. Das haben mich gewaltig getoscht. Zuerst gemeint, die meisten fahren von lauter Autogeräusch und Gefährt. Aber nein, überhaupt nicht so. Dann wieder ein Blick zum Schellenhalden Rankführer. Und er, der Postautochauffeur, hat noch ein verdammtes Kogenschwein, dass sie überhaupt nicht anfahren können. Weil die können jetzt von hinten nachher auch. Also von allen Seiten am Grabsenberg sind sie wirklich zum Marktplatz eingelaufen. Und das war wirklich etwas Schönes gewesen, um das zuzuschauen. Zum Teil lange Wege und lange Vorbereitungszeiten. Hier der Blick zum Marktplatz. Noch ist es still gsi dort. Bist du schon müde? Meinst du mich? Ja. Nein, nein. Nein, magst du noch? Ich war schon noch nicht müde. Du bist der Chef, hä? Komm, bist du schon müde? Magst du noch? Ja, sicher. Fängt ja erst an. Hast du nicht wollen, noch ein bisschen Rand raus? Wohl. Magst du noch, Karin? Magst du noch? Ja, ja, geht noch knapp. Geht knapp.
Halt weit. Ja. Und, aber ist schön. Ja. Aber generell so mit der Zeit werden die Kühe auch müde, oder nicht? Ja, ja. Gegen den Schluss merkt man es schon. Krebs zur Fähschau in diesem Jahr. Es ist jetzt ein Jahr vergangen ohne Fähschau und wir sind froh, dass wir jetzt nach zwei Jahren wieder eine durchführen können. Selbstverständlich führen wir die so durch, wie es ordnungsgemäß vorgegeben ist. Das heisst, wir werden eine Festwirtschaft einfach im Außenbereich führen und werden nicht die normal wie üblich Markthallen benutzen können. Aber wir werden euch dort sicher zurechtfinden, dass ihr wisst, wo das Getränk und das Essen überkommt. Und Mittagsmenü gibt es wie alle Jahre. Es gibt ein vollkommenes Menü, wie immer. Ich werde euch bereits jetzt suchen, dass wir vielleicht vom 11:30 weg die ersten essen gehen, damit wir das einigermaßen zeitlich dann noch über die Runden bringen. Dann werde ich die Abendkäufe, die angefragt worden sind, die zugesagt haben, als Abendkäufe hier zu helfen, werde jetzt bitten, dass sie sich hier vor dem Marktgebäude zusammenfinden, damit nachher die Experten am 10 Uhr pünktlich anfangen können. Und damit euch dann der Andi zuteilen kann, jeder Experte kommt eine Gruppe Abendkäufen über. Also dann hier vor dem Marktgebäude beim Ring einfinden, dann kann man noch die Einteilung vornehmen. Ab 10 Uhr werden die Experten anfangen an der Latte rangieren und dann werden wir vorzu verschiedene Abteilungen hier im Ring rangieren und dann noch kommentieren. Wir sind bestrebt, dass wir möglichst die ganze Zeit die hier im Ring haben, dass immer etwas läuft und dass ihr auch auf eure Kosten kommt, dass ihr etwas gesehen habt. Du, wie ist das? Du bist schon stumm, bist gelaufen, zuerst hat den Haufen vorbereitet. Ja. Wann bist du aufgestanden? Soll ich dir sagen? Ja. Um 3. Hey, und dann? Ja, dann muss man Milch am Futter halt schon 3 Stunden früher wieder an einem normalen Tag. Dass man mal gerüstet werden, dass sie fressen und dann noch mal ein bisschen Ruhe haben. Bevor man dann die Schellen anlegt und die Halfteren und alles reisen zum Zweck. Die ganze Familie zusammen trommeln mit den Begleitern? Richtig, ja.
Da haben alle mitgeholfen, vom kleinsten bis zum grössten. Grosskind sind auch noch mitgelaufen. Und dann bist du oben vom Loch. Es ist natürlich ein Anlass, wo fast die grösste Beachtung hat, Krebs. Ja, mal sicher eine der grössten. Aber es ist doch schön, dass so viele Leute Interesse haben an der Fähshow. Zeigt einmal mehr, dass Bauern nicht gerne alles falsch machen. Und ist schon mit Kosten verbunden? Wird es von der Gemeinde unterstützt? Ja, es kommt jedes aufführende Tier kommt einen Beitrag über. Es ist ein kleiner Beitrag, aber es ist wenigstens etwas. Ich vermisse jetzt noch ein bisschen, dass vielleicht die es braucht, um zu pflegen und sennisch daherkommt, da gibt es natürlich einen riesen Aufwand mehr, als wenn man normal geht, dass die vielleicht nicht noch ein bisschen für sich belohnt werden. Aber eben, es ist halt schwierig. Dann kommen wir jeden und wird halt auch noch ein bisschen etwas. Aber es ist eindeutig ein kultureller Anlass, es ist auch ein bisschen Standortmarketing. Es trägt einen schönen Ruf eben von einem Brauchtum nach außen, oder? Ja, das ist so. Und vor allem kommen wir eben unseren Bauernstand, kommen wir der nichtbürgerlichen Bevölkerung kommen wir wieder einmal präsentieren. Wir können zeigen, dass wir Sorgen haben und unsere Tiere pflegen. Wir wollen das Beste für Tiere. Wir gehen ja darum die Fäsch auch. Man will ja jeder will die Besten haben. Also das heisst, du musst es nicht nur am Schultag pflegen, du musst es wirklich das ganze Jahr musst es pflegen, musst gut zu ihnen schauen und dann die Arme so zeigen hier auf dem Schultplatz. Was mich erstaunt, ist die Frage, die Bauern immer haben, gerade im Berg, wenn man denkt in den 80er Jahren, wo der Fleischpreis so abgesoffen ist und jetzt haben wir quasi Direktzahlungen, sind fast Staatsangestellte, wenn man so denkt, die Maschinen, so, die wir alle brauchen. Und gleich ist die Frage nicht verloren gegangen, gell? Ja, es geht nicht ohne die Frage. Also wenn nicht wer keine Freude hat, der Idealismus nicht da ist, dann geht es nicht. Es ist, ich sage jetzt einmal, unter dem Strich bleibt natürlich herzlich wenig. Wenn ein hundsgewöhnlich normal angestellter Arbeiter hat Ende Jahr unter dem Strich sicher mehr weder als wir im Bergium haben. Aber er hat nicht das Arbeitsklima, die Arbeitskulisse, die wir haben. Wir können praktisch das ganze Jahr in der Natur arbeiten, um mit der Natur zu arbeiten. Und so hat dann natürlich ein Arbeiter nicht. Zum Beispiel, wenn er einem Förderband zusteht, dann schieße ich auf den Lohn. Und gleich reden wir natürlich Geld von einem Stundenlohn schon von 15, 16 Franken, wo man das so sagt. Es ist schon mit Gefahren verbunden. Ich war vorher im Schellenhalter Rand oben gewesen, und einen Tag vorher hat dort schon ein Gras hier im Berg oben und hat ihn dann dort überkippt. Also es ist nichts passiert, aber es ist gleich mit Gefahren verbunden. Ja, das ist so. Und gerade im Sommer, wie es der Sommer war, viel nasses Wetter, dann hat man vielleicht ganz schwach überdeckte Steine. Und wenn man mit einer Maschine darauf hinfährt, schlüpft das Zeug gerade weg ab dem Stein. Und dann kann es eben passieren, dass es so eine Maschine überschlägt. Und ja, da kann man natürlich manchmal gravierende Folgen haben. Wenn ein Mann drunter kommt, kann es manchmal einfach wirklich mit tödlichen Unfällen ausgehen. Aber wir sehen jetzt dir an, also das ist früher nicht verloren. Der Jodl ist immer noch. Und dein Sohn ist jetzt sogar Präsident vom Jodl. Das ist das so, ja. Ja. Obwohl, ja, du. Es ist schön, es ist wunderbar, wenn die Jungen jetzt so weitermachen. Nicht mehr haben ja den Betrieb am Junior, am Daniel übergeben vor einem Jahr. Und es ist schön, jetzt daheim mitzuhelfen. Nur der muss sein, der alles anschätzt, der muss, also Verantwortung nimmt, übernimmt natürlich jeder, der mithilft. Wo die anderen Bädenbuben, die sind ja viel dort. Und eben, wie du gesehen hast, heute die Mädchen sind noch da. Die helfen und übernehmen selber Sinn eine Art gewisse Verantwortung. Aber es ist einfach für mich oder für uns, Isabel und mich, ist es einfach schön, wenn wir jetzt den Betrieb können, jüngere hängen können, wo jetzt einfach die Franzi und der Daniel machen, jetzt das wieder mit vollem Elan weiter, kommen wieder ein bisschen neue Ideen rein, ist das Richtige so, da braucht es im Leben. Und ja, ist einfach schön. Noch letzte Frage, was hast du davon, wenn eine von deinen Kühen da ganz gut prämiert wird? Ja, und gewissen Stolz hat man sicher. Es ist eine gewisse Belohnung, eben für, wie ich gesagt habe, für die ganze Pflege, für die ganze Arbeit, für den ganzen Aufwand, den man für die Show auf sich nimmt, dann ist ein gewisser Stolz da, den man dann hat. Und ich mag so mal jeden Gunnen. Und es ist natürlich klar, da wird alles als menschlich, da wird alles von einem Mensch wird da beurteilt und der andere schaut das ein bisschen wichtiger an, der andere das andere. Es gibt enttäuschte Leute, es gibt derige Leute, die sagen, hätte ich nie gedacht, dann kann es alles gehen in einer Fähre schon. Niki,
die zu den Ennisten herkommen in die Meirat, dann haben wir eine Chance, um das zurückzubringen, dass die ein kleines Beitrag überkommen von der Meier, weil es ja ein Beitrag zur Kultur ist. Also Fäschau hat seit eh und je, seit sie sich gibt, sie einen Beitrag die, über die politische Meier. Ja, das ist alles gut, das sind wir offen. Dann sind das 5 Tonnen Käse. Man kann es weiter umrechnen, Käse verbrauchen durch einen Schweizer von 50 Kilo pro Jahr. Und dann kann man sagen, die Kühe haben einen Haufen Leute halb Grabs ernährt während einem ganzen Jahr. Das ist jetzt eben eine theoretische Rechnung. Aber einfach, dass wir sehen, was das heisst, 50'000 Kilo Milch. Ich denke, das ist jetzt nicht übertrieben, wenn man das sagt, aber die Fäschau Grabs ist wahrscheinlich für die Gemeinde Grabs einer der wichtigsten Anlässe im ganzen Jahr. Wahrscheinlich fast so wichtig wie die Bürgerversammlung mit der Budgetgenehmigung. Ja, liebe Schaubesucherinnen, liebe Schaubesucher, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier an der Viehschau in Grabs. Ein wunderbarer Tag zum Viehschau haben. Und wir dürfen hier die Schau anfangen mit einer wunderbaren Abteilung. Die Seckenberger hat schon gesagt, Kühe, die mindestens 50'000 Kilogramm Lebensleistung haben. Und wir haben hier 5 Vertreterinnen von dieser Abteilung, die uns eben zeigen, dass eine braune Kuh eben 50'000 Kilogramm nichts ausmacht, unverbraucht. Und hier die Spitze von der Abteilung, du kannst gerade weglaufen mit dieser Kuh. Eine Kuh, die auf einem super Fundament steht, eine Kuh, die eine extrem gute Flankentiefe hat. Schaut mal das schräge Rippa. Eine Kuh, die eben mit ihrem Fundament noch sehr jugendlich wirkt. Eine Kuh, die ein super Utter hat in der Nachuterhöhe, in der Nachuterbreite. Auch sehr gute Unterverbindung, 4 Sitze, die wunderbar darunter unten sind. Ich habe sie der zweiten Kuh vorgezogen, weil sie in der Autobreite, in der Autohöhe klare Fahrzeuge hat. Du kannst gerade auch ein bisschen Fahrzeuge mit dieser Kuh. Die zweite Kuh, aber eine Kuh auch wieder, die sehr viel Rahmen zeigt, die ein super Becken zeigt. Beckenbreite in der Beckenneigung, klare Fahrzeuge der drittrangierten Kuh gegenüber. Auch du kannst wegziehen. Auch die drittrangiert wieder eine sehr jugendliche Kuh, sehr feine Kuh, fein Knochenbau. Auch sie hat ein sehr gutes Sprunggelenk in der Ausprägung. Sie steht vor der viertrangierten Kuh, weil sie punkto Untertiefe klare Vorteile hat. Geben wir den Kühen, den älteren Damen, hier ganz, ganz einen kräftigen Applaus mit ihren Besitzern und weiterhin viel Freude mit diesen herrlichen Kühen. Besten Dank und einen riesigen Applaus. Merci. Im ersten Rang ist die vom Eggenberger Werner Kuhne Baden, dass die Arenici Tochter und heissen tut die Kuh Hanna. Im zweiten Rang ist die Daniela vom Eggenberger Matthias Erlauf, das ist eine Vanessa Tochter. Im dritten Rang haben wir vom Fetsch Daniel Loch die Kuh Blümli und das ist eine Migur Tochter. Im vierten Rang haben wir die Kuh vom Eckenberger Werner Kuhne Baden, ist eine Jongleur-Tochter und heissen tut die Umea. Und im fünften Rang ist die Kuh Melissa, gehört aus dem Fetsch an die Eckenberg und da ist eine William-Tochter. Gut, jetzt haben wir die nächste Abteilung im Ring. Das ist die Abteilung 9. Die wird rangiert und dann kommentiert vom Süß Matthias. Die Abteilung 9, das sind Kühe in dritter Laktation und die haben gekalbert seit dem 16. Mai von diesem Jahr und am heutigen Tag. Das heisst, das sind also frisch gekalberte drittmärkliche Kühe. Vielleicht allgemeine Wort zu diesen Kühen, ich gehe da sicher nicht auf Fachbegriffe ein, aber für die, wo wenig mit Kühen zu tun haben oder die alle Jahre joggen. Und in der vorherigen Abteilung hat man schon gesehen, es hat helle Kühe, gehabt, es hat dunkle, gehabt, es hat, sage ich jetzt, Durchschnitt braune. Gehabt. Und das ist heute im Beruf der Zucht, ist das heute eigentlich kein Faktor mehr. Also die Farbe spielt in dem Sinn keine Rolle mehr, sie muss einfach braun sein. Aber das eine ganz hell sein oder ganz dunkel ist heute nur entscheidend. Es hat ja noch Zeiten gegeben, wo die Farben wichtig waren. Jetzt gebe ich aber das Mikrofon an Matthias, dann kann er auch den Kommentar geben. Ja, geschätzte Besucherinnen, auch von meiner Seite, einen schönen guten Morgen hier an der Viehschau zu Grabs.
Wir haben hier Abteilung Triebmelken im Ring. Und ihr seht, das sind die vordersten fünf von dieser Abteilung. Wir haben heute sehr eine hohe Qualität, die wir hier antreffen. Auch hier unten hat es wirklich noch tolle Kühe, die jetzt nicht im Ring haben dürfen. Für mich die erste, kannst du mit ihr gehen. Sehr eine elegante Kuh vorne, gut aufgesetzt, ganz ideal im Becken geneigt. Dann ein extrem hohes, breites Alter, steht auf einem feinen, gut gewinkelten Fundament. Vier schöne Striche drunter. Sie für mich also die klare Siegerin in dieser Klasse. Die zweite, die ausgestattet ist mit einem super Utter. Ihr seht selber, der Utter ist extrem hoch im Utterboden. Perfekt in den Strich. Gut verwachsenes Vorunter, ein ideales Zentralband. Für mich die erste, natürlich im Typ, im Widerrist, oben raus, im Lendenbereich noch ein Spürchen besser, aber auch im Fundament ein Spürchen Tröchner und noch besser in der Neigung. Die zweite, gegenüber der dritten, sie da, sehr eine ausgeglichene Kuh, eine schöne Kuh oben raus, ein langes Becken, das sie hat. Für mich die zweite einfach im Utter, in der Unterhöhe, in der Vorunterverwachsenheit. Sicher noch stärker, dann die dritte gegenüber der vierten, weil sie vorne im Widerrist stärker ist, oben raus, obere Linie, Lendenbereich stärker ist und in den Zitzen besser verteilt unten. Aber sie hier sehr eine breite Kuh, eine Kuh, die etwas mag verleiden. Sie wiederum vor der fünften, wegen Beckenausbau, Schwanzposition, wo sie noch ein Spürchen besser ist, mehr Tiefe, mehr Kapazität und Breite im ganzen Tier. Herzliche Gratulation. Hier zu diesen tollen Kühen. Ach, warum kommst du hierher als Buchsen? Ja, schon länger angefangen, Kühe und Alpbetriebe und Alpabzüge zu fotografieren. Und bin wegen dem Fotografieren gekommen. Ja, werte Bäuerinnen, werte Bauern, geschätzte Zuschauer, auch ich möchte euch herzlich begrüßen. Von meiner Seite her jetzt auch heute Morgen auch der, vor allem Rinder, Erstmelken zu stellen. Wir haben jetzt hier auch die erste Abteilung im Ring. Das sind Erstmelker, die ein bisschen länger schon gekalbert haben. Wir haben jetzt hier, ihr seht jetzt hier die fünf Kühe, die ich auszogen aus der Abteilung. Sicher fünf sehr tolle Kühe und auch die anderen, die leider jetzt nicht unter die ersten fünf kommen, sicher auch dort sehr eine gute Qualität. Für mich hier eine Abteilungssiegerin, eine sehr harmonische Kuh, eine sehr komplette Kuh. Die besticht mit ihrem sehr guten Becken, sehr breit, sehr gut in der Neigung. Und auch sie mit einem sehr guten Rahmen, sehr gut rausgewachsen in Widerrist. Ich habe sie den Vorzeichen von dieser Kuh im, in dieser Kuh im zweiten Rang, weil sie ganz klare Vorteile hat in der Beckenlage, in der Beckenlänge und vielleicht auch im Zentralband. Aber sicher auch die zwei Kuhen, sehr rahmenstarke Kuh. Eine Kuh, die sehr gut rausgewachsen ist im Ripp, sehr viel Brust zeigt. Und auch sie sehr hoch super. Das war genau der Grund, warum ich sie vorgezogen habe in ihrer Kuh im dritten Rang, weil sie im Unterboden noch ganz klar stärker ist. Aber auch die dritte Kuh, eine sehr komplette Kuh, eine Kuh mit einer sehr guten oben Linie, mit einem sehr guten Becken und vier korrekten Zitzen. Ich habe sie dann vorgezogen, die dritte Kuh gegenüber der vierten Kuh, weil sie in den Unterverbindungen noch ein bisschen straffer ist, speziell im Vorunter und auch in der Zitzenplatzierung noch gewisse Vorteile hat. Gut, dann fangen wir an, Bekanntgabe von den Siegerkühen im ersten Rang. Die Kuh vor mir zu. Die gehört dem Eckenberger Werner Kuhnenbaden. Das ist eine Aldo-Tochter und heisst die Yolanda. Im zweiten Rang ist eine Superstar-Tochter Shakira vom Eckenberger Matthias Erlenhof. Im dritten Rang. Da. Ja, ja, ist schon gut. Ist vom Kasenzer Martin Egeberg die Kuh Alexa und da ist eine Alasco-Tochter. Junge, ich bin Laie. Verstehst du, was da in den Kommentaren gesagt wird? Ja, mal, glaub ich schon. Ist denn das etwas hier und stichfest oder ein bisschen Ansichtssache? Ja, ja, nein, nein. Das, da schaut man schon auf wichtige Sachen. Ja. Und was hat jetzt ein Bauer davon, wenn seine Kuh gewonnen hat? Ja, das ist natürlich auch eine Ehre, dass man weiss, dass man die richtige Richtung züchtet. Und da tut man sich ja auch ein bisschen vergleichen mit anderen Betrieben. Tut denn ein Bauer heutzutage noch züchten? Oder, Selbstverständlich, ja. Du auch? Ja, wir auch, ja. Und das bringt dann mehr Milch oder besseres Fleisch, oder was ist denn? Ja, und gesunde, langlebige Kühe, oder? Wirtschaftliche Kühe ist ein Art Ziel, ja.
Ist das eine schwierige Angelegenheit, also, um das eben können, die zu beherrschen? Ja, da musst du ein bisschen Sorge dafür haben. Und hast ja Messwert, Leistungsdaten der Kühe. Aber da gibt es sicher Leute, die ganz gut so können, das Grabs für da. Ja. Du bist jetzt ein studierter Bauer natürlich. Oh, ja. Wenn jetzt einer ein bisschen weniger studiert hat, aber ganz ein guter Bauer ist, dann kann er auch. Also. Ja, ja, fast noch besser wahrscheinlich. Ja, ja. Da braucht es natürlich auch viel Erfahrung. Ja. Und da kommt man auch schon mit, über, wenn man beim Vater schaut, wie es gelaufen ist. Und, ja, ja. Jetzt sind wir 32, Lina. Lina? Ja. Bordi, B-O-E-R-D-Y. Tundra. Ist das das, wie es rangiert worden ist? So? Jawohl. Aha, gut. 126, Sophie mit F. Sophie? Ja, mit F. 126. Ja. Dann 123, Mareika. Mit K. Mareika. Du, das sind noch fantasievolle Namen. Da bist du. Da war noch ein E vor mir. Mareika. Da wäre noch ein Ei. Ja. Du, da wäre noch ein Tipp, wenn du einen Namen weisst für Kinder, könntest du so ja, eine Liste nehmen auf der Fähigkeit. Dann haben wir 122 in Melba. Und alle noch 13. 13. Nehmen wir die wieder. 82. 86. 75. 73. So gut, Hans-Jürgen. Ja, haben Sie keinen Namen? Musst du Namen nicht aufschreiben? 84. Ja, für dich kommen wir ja noch. Das ist Marina. 78. Helga. Da haben wir es. 80. Adler. Fallen dir die Namen? Unglaublich. 71. Lara. Hoi. Lara. Das ist das erste Mal, was du machst, gell? Ja, aber super. Ich konnte ihn dann noch fragen, wenn er... Ja, wenn er auf den gekommen ist, ja. Wunderschöner Name. 74. Timea. Schon wieder ein Timea. Hast du das Dreier auch aufgeschrieben, wie es rangiert waren? Ja, ja, jetzt muss man da die Rangliste erstellen, ja. Bist du denn einverstanden mit diesen Rangierungen? Ja, das dürfen wir nicht in Frage stellen. Nicht? Ja, die Experten in der grünen Jacke haben das schon im Griff. Aber ich sehe das an, man könnte es in Frage stellen, gell? Nein. Schon, Das ist alles schon so korrekt, oder? Oder du meinst so persönliche Favoriten, die man hat? Ja. Sie hat gerade gesagt, so ein bisschen zum Schauen hast du manchmal vielleicht das Gefühl, ein anderer wirkt äußerlich noch fast ein bisschen schöner. Gell. Aber das sind andere Kriterien, die die Fachexperten anschauen. Ja. Aber Lara, das stimmt, da habe ich mir auch gedacht. Ja, gell. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe noch mal, also die anderen hätten mir viel besser gefallen. Ja, die Hörner. Ich habe immer gedacht, sie müssen auch schöne Hörner haben. Ja. Aber die gewinnen, haben aber nicht so. Ja, aber schöne Namen haben sie, ja, gell? Wunderbar. Lara ist mein Favorit. Die hat jetzt bei mir gewonnen. Warum? Weil sie so einen schönen Kopf hat. Also, du schaust eher auf den Kopf, ja, gell? Ja, also ich schaue es nicht von hinten an. Weil nicht nur wegen dem Namen? Nein, nicht nur wegen dem Namen. Warum ist das? Ist das Lara? Nein. Ah, das ist Lara. Ja, gut. Aha, ich ja. Wer will die anders? Gell, weil du bist ja. Lara. Ja, was mir vor allem nicht klar ist, die Uter, ob sie jetzt höher sind oder tiefer sind, hast du das kapiert? Ich überhaupt nicht. Nein, ich auch nicht. Ja. Aber ich habe ja noch Zeit und dann tue ich jetzt zulassen und vielleicht diesen Morgen. Das ist jetzt die erste geworden ist. Jawohl. Noch mit der Gauitsche Autowahl kommt. Aha, okay. Was ist so deine Hauptaufgabe jetzt heute? Meine? Ja.
Ja, alles ein bisschen. Als Präsident. Ja. Ist denn die Zucht, ist das etwas, so noch, weißt noch, etwas, was noch hinhält? Das ist etwas, was noch aktuell ist? Oder ist mehr ein bisschen ein Hobby? Nein, ich denke, das Krebs ist Zucht sicher noch wichtig, weil ein Haufen Betriebe, ein Haufen Aufzüchen, wo man nachher als Nutzvieh wieder weiterverkauft. Und darum ist das Krebs sicher eine Zucht noch ein wichtiges Element für den Viehverkauf. Auch noch einträglich. Also, weißt, mit der Landwirtschaft wissen wir ja, die Preise gesoffen sind und so weiter. Bei der Zucht wissen wir auch, was zum Teil gegangen ist. Fleischpreis, Milchpreis und so weiter. Ist die Zucht noch ein Segment, wo man irgendetwas holen kann? Ja, das ist schon, wenn man schöne Zuchttiere hat, die man kann, sind noch auf dem Markt gesucht. Und wenn eine Fee schon einen Teil nimmt, dann kann man nur noch einmal ein bisschen teurer verkaufen als eine normale. Aha. Darum ist die Zucht sicher noch ein bisschen wichtig. Du bist ja als Bauer, bist heutzutage ein Unternehmer, du musst hoppen, viel wissen. Also, wie ist das mit der Zucht? Kannst du da weiterbilden oder ist das etwas, was man einfach überliefert? Oder? Nein, das wird halt entweder lebt noch ein bisschen rein und halt vom Berufszuchtverband aus wird man halt auch ein bisschen, man tut ja ein Zuchtziel tut man erstellen, wo man dann nach dem Zuchtziel will züchten, also es ein problemlose Nutzkuh gibt. Und gleich ändert die Landwirtschaft, also du bist jetzt noch relativ jung, aber wenn man so die 80er Jahre anschaut, der Fleischpreis ist abgesoffen, der Milchpreis ist nachher nicht mehr gewesen, angestammte Zuchtgebiete im Berg sind nicht mehr wirklich die angestammten Zuchtgebiete geblieben, aber die Kosten sind gleich natürlich relativ hoch, wenn man im Berg oben gebaut und so weiter. Also man hat gemerkt, dass der Schweizer Landwirtschaft auch vieles abhanden gekommen ist. Wie siehst du es in Zukunft, obwohl es heute ein schöner Tag ist? Ja, die Zukunft. Ich sage einfach, das Wichtigste ist, dass man noch Freude dran hat. Und ja, dann nachher ist einem auch gleich mal ein bisschen länger in jede Minute zählen, wo man dran ist. Darum muss man es sicher gerne in der heutigen Zeit. Und sonst ist man sicher als Landwirt nicht am rechten Ort. Du bist ein Viehhändler, oder? Genau. Bekannter. Ja. Das ganze Land dort im Autobahnkreuz rein, gell? Richtig, ja. Warum bist du jetzt da? Ja, schauen, was für Qualität das hier ist. Vielleicht kommt man bei einem zu kaufen, wenn es passt. Also, das ist die Überlegung. Aha. Und drei dran habe ich Kunden, die ich kenne. Geht darum auch der Berufskollege Teratun auf dem Marktplatz sein. Aber schon, die Hauptidee ist schon, etwas zu kaufen, kommen, wenn etwas passt. Wenn es passt. Ja, genau. Gibt es so viele so Fähschauen? Hast du mit 450 Tieren oder ist das speziell jetzt da? Nein, bei unserem Bezirk gibt es schon ziemlich. Es sind einige abgesagt worden hier jetzt, aber sonst gibt es im Bezirk schon einige Fähschauen hier. Tiere gezeigt werden und die Möglichkeit hast, als Händler ein bisschen grösseres Quantum Tier auf einem Platz anzuschauen und auszulesen. Sofern die Bauern bereit sind zum Gehen natürlich, das ist natürlich, die Voraussetzung. Ja. Und immer noch die Marsche, gell? Auch für einen Feehändler, auch länger und kleiner, gell? Ja, das ist so, ja. Das ist aber generell so, meine, das ist alles transparenter geworden, der Feehandel ist transparent und der Bauer weiss, wo die Kühe hingehen, kann neu fragen und es muss auch verhältnismäßig sein, alles miteinander. Für dich ist so ein Feehschau natürlich immer gut, um zu schauen, was da noch vom Markt wäre. Richtig, und auch zum Schauen, was die Stiere zum Teil genetisch weitergehen, welche Stiere aktuell sind. Und du siehst natürlich viel hier auf dem Feinschrauplatz und kannst vergleichen. Das ist schon so. So, die Entscheidung ist gefallen. Wir haben jetzt hier die 6 Paare im Ring. Und wie ihr noch seht, Kühe, die sehr guten Zuchtfortschritt aufweisen. Töchter, die vielfach sehr viel von der Mutter haben und noch auch noch etwas besser gemacht worden ist. Und denken sicher 6 Paar, die es hier verdient hat im Ring. Ich habe 3 Paar auf dem 4. Platz. Und zwar ist das Paar hier. Ein Paar, das besticht mit ihr im Rahmen. Sehr gute Becken, aber vielleicht in der Ausgleichheit von der 4. die anderen noch etwas Besseres. Dann ebenfalls auf dem 4. Platz ist das Paar hier. Auch sie sicher sehr gute Unterkühe, aber die anderen 3 Paar auf den ersten 3 Plätzen noch im Rahmen noch etwas besser, noch etwas breiter in der Brust und auch in der Beckenlage etwas besser in der Neigung und breiter. Dann ebenfalls auf dem 4. Platz. Auf dem 4. Platz ebenfalls das Paar da draußen.
sicher auch das sind ja auch starke Kühe mit ja. sehr viel Kapazität, sehr die viel Kühe. Nur mal laufen. Aber in Sachen Fundament und Gangwerk die ersten drei Paare etwas stärker. Mutter, Tochter, Paar, Ziegerinnen sind die zwei da. Herzlichen Applaus! Eine Mutter, die besticht, mit der sind sehr guten Mutter, sehr guten Verbindungen. Und ebenfalls die Töchter, die wir vorhin schon im Schulter gesehen haben, auch sie sehr gutes Alter, sehr drüssiges Alter und auch im Rahmen zwei Kühe, die keinen Wunsch offen lassen. Auf dem zweiten Platz, das Paar hier, auch sicher sie verdient den zweiten Platz. Kühe, die auch besticht, mit ihrer seiner Feinheit, sehr guten Fundament, sehr gute Winkel, aber das Paar auf dem ersten Rang für mich, vor allem in der Nachhutter im Abschluss, noch etwas flächer und etwas besser. Aber auch das Paar am zweiten Rang hinter einen kräftigen Applaus von dir. Bravo. Ja. Also das Siegerpaar, das Paar hier vor mir gehört dem Zock Ueli Eckli. Im zweiten Rang ist das Paar vom Eckenberger Werner Kuhnenboden. Und im dritten Rang ist die Gruppe vom Kantenbein Christian Amesis. Miss Grabs. Kommst du wieder mal zusammen, kannst wieder reden mit dem Mann. Und sie sind ja nicht nur Bauern, es sind ja viele andere auch. Viele andere auch. Und eben schön, du bist immer jung und alt. Genau. Bist oder nicht. Ja, so bist du so, ja. Richtig Höhepunkt. Neue Abteilungssiegerinnen, die wir hier im Ring hinein bestaunen. Ich denke, da Aisho ist einmal ein Applaus wert für die Kühe. Speziell natürlich die sechs rundherum, die es jetzt hier nicht geschafft haben, um bis zum allerletzten beibleiben. Aber ihr dürft auch noch da sein. Eine Abteilung gewinnen ist ja nicht etwas einfach etwas Selbstverständliches, sondern eine Abteilung gewinnen an einer Viehschau ist immer eine Ehre. Und die Besitzer haben noch einen ganz, ganz kräftigen Applaus verdienen für das. Denn wieso hat es nicht gelangt? Die eine, ich möchte hier bei der ältesten Kuh anfangen, für mich eine wunderbare Kuh. Rahmen, wie man es schöner fast nicht machen kann. Untermässig ist klar, da sieht man eher ein bisschen mehr an. Aber auch sie, herrliche Kuh hier, die eben die Abteilung gewinnen können. Auch die zweite, sicher Punkte mit einem sehr guten Unter. Ich könnte von jeder Kuh noch sehr viel Positives sagen. Für mich sind die drei Kühe, die in der Mitte sind, eben bis zum allerletzten dabei, weil sie einfach in den verschiedenen Merkmalen die meisten Qualitäten aufweisen. Darum, die drei Kühe möchte ich noch mal sehen. Und jetzt können alle Kühe den Ring verloren. Und zwar noch mal mit einem ganz, ganz grossen Applaus. Das, was rausgeht, das ist ja die älteste Abteilung gewonnen hat, von diesen 80'000 und mehr Leistung. Das ist die Luna, gehört dem Zock Ueli Eckli, und das ist die Bellix-Tochter. Und die hat den Miss Grabspreis auch schon gewonnen, so viel mir ist zweimal sicher. Jetzt kann sie gehen. Nummer 2, die Hanna Arinerich-Tochter vom Eckenberger Werner Kuhnenboden. Und dann kommt die nächste, die rausgeht, die Nummer 7, die Hortensia vom Zock Ueli Eckli, die William-Tochter. Und nochmal eine vom Zock Ueli Eckli, die Larissa, die Blumentochter. Und jetzt haben wir noch die drei Kühe. Nein, die gehen raus. Er hat mir die eine versteckt. Das 8, das ist die Helena, eine Sultantochter vom Fetschandi Egeberg. Und das 11, da ist Gloria, die griechische Tochter vom Eckenberger Werner Kuhnenboden. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Die drei Kühe, die bis zum allerletzten bleiben, habe ich hier in der Mitte aufstellen. Ich möchte es aber nicht unterlassen, die anderen drei zu erwähnen.
Kühe, die mir sehr gut gefallen. Hier von mir ältere Kühe. Eine Kuh mit sehr, sehr viel Qualitäten, mit sehr viel Feinheiten. Ihr vielleicht Breite ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber schauen wir noch die Qualitäten an, die Vorunterverbindung und eben einfach die Feinheit von der ganzen Kuh. Im Finale, kannst du sagen, kurz vor Erreichen vom Ziel ausgeschieden ist die Nummer 3, die Gladys vom Eckenberger Werner von Baden, die Veneto-Tochter. Der Ring von Lumus Nummer 16, die Teneriffa, die Lennox-Tochter, ebenfalls vom Eckenberger Werner von Baden. Und genau vom gleichen Besitzer kommt die Nummer 13, die Galvani, eine Calvin-Tochter. Ja, liebes Publikum, bevor ich hier den Sack zum Katz, natürlich zum Sack auslasse, möchte ich mich im Namen unserer Experten ganz herzlich bedanken für eine tiptop organisierte Schau. Ich möchte auch den Wärter, einen schönen Teil steht da hinten mit dem blauen Käppli, Wärter und Wärterinnen, müsste ich noch sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, tiptop in Bütz, die sie hier geleistet haben. Ohne Umbinder geht es nicht. Und die jungen Frauen und Bursten haben noch einen kräftigen Applaus verdient. Merci vielmals. Ich möchte anfangen mit dem dritten Rang, hier bei den Wahlen zu Miss Grabs. Und für mich auf dem dritten Rang ist eine junge Kuh, die für mich sehr, sehr viele Qualitäten hat, die sehr gut ist in der Entwicklung, wo, wenn sie dann noch ein bisschen schöner dasteht, eine korrekte obere Linie hat, die ein sehr gutes Auto hat, auch eben, sie haben wir gehört, beim Schulter. Die Qualitäten im Mutter. Für mich die Kühe, die vor ihr stehen, ist klar in der Entwicklung im Rahmen noch ein bisschen stärker, speziell im Schulterschluss und im Fundament bei Ab noch ein Idee korrekter. Obwohl ich heute nicht tadeln möchte, möchte ganz herzlich gratulieren hier zum dritten Rang bei den Miss Cups. Und ich mache jetzt hier stellvertretend für den Bauer und Vorführer. Ganz herzliche Gratulation und einen grossen Applaus für den dritten Rang hier bei den Miss Cups. Dann haben wir noch zwei Kühe. Für mich hier eine Kuh mit einem wunderbaren Rahmen. Schauen wir, wie die Kuh rausgewachsen ist. Wieder ist die Flanke, die Tiefe, die sie hat, die Länge auch. Ein sehr, sehr korrektes Becken. Eine Kuh, die einem gefällt. Vor mir noch eine Kuh mit dem schönsten Auto der älteren Kühe. Und für mich sind eben die zwei Kühe, die um Miss und Vizemiss machen. Und für mich der Ausschlag hat Kuh kommt der Titel über, wo einen sehr guten Rahmen hat, wo ein sehr gutes Becken hat und einfach noch einen Zacken das bessere Auto hat, wenn die zwei tangiert. Miss Grabs ist für mich die Kuh da. Ich möchte ganz herzlich gratulieren und einen riesengroßen Applaus. Wie gesagt, auch die zweite wunderbare Rahmenkuh. Begründung ist im Mutter, ich habe es beim Schulter schon gesagt. Wunderbar, hier die Kühe im Ring. Ja, besten Dank, Heini. Also, die Miss Grabs, die Kuh, die Nummer 4. Das ist die Biber-Tochter vom Eckenberger Werner von Baden. Heissen tut sie Shakira. Sie hat einen schönen Namen, ist nicht nur eine schöne Kuh. Also herzliche Gratulation. Der Preis für die Miss Grabs ist gestiftet und gesponsert von Zock Tiefbau Grabser Berg. Dann im zweiten Rang ist die Kuh mit der Nummer 9. Das ist die Jedelia, die Calvin-Tochter ebenfalls vom Eckenberger Werner von Baden. Das war eine Titelverteidigerin. Die ist vor zwei Jahren Miss Grabs und Miss Werdenberg geworden und hat jetzt heute eine Ablösung gefunden im eigenen Stall. Ich denke, das ist nicht so schmerzhaft. Das mag sie verkraften. Also auch eine Gratulation zu der Vizemiss. Und im dritten Rang die Jungkuh, das Nummer 22. Das ist die Hedi, die Jaguar-Tochter vom Zock Ueli Eckli. Das nächste Jahr wieder, dann noch mit Bauernabend. Die Schlacht ist geschlagen. Du hast schon ein paar gute Kühe gehabt. Jawohl, ja. Bist du zufrieden? Bin zufrieden, ja.
Wir haben zwar einen, der abrumpt momentan da, aber ich denke, das gehört so. Eine Fehlzucht ist schon lang, bis, mittel- bis langfristige Sache. Es gibt einmal ein Jahr, wo es sehr gut ist, es gibt einmal ein Jahr, wo es weniger ist. Und momentan haben wir einen, das Grabs, der dominiert. Aber auch das ist gut, das ist ein junger, pure Initiative und tut Deutsches, das ist sicher gut. Und weißt du, ursprünglich sind ja Berggebiet Zuchtgebiete und du bist halt im Rietjung. Darum ist der Kuh und der Balten vielleicht dort ein kleines bisschen bevorteilt, oder warum? Ja, es ist einfach, ich sage, allgemein im Talgebiet wird natürlich die Kuh heute gesucht, die viel Milch gibt. Das ist ja so und es ist nicht unbedingt die Zuchtkuh, die für eine Show prädestiniert ist, wo es im Berggebiet eher noch in Richtung Zucht, in Richtung schöne Kühe geht. Sicher im Tal, wir haben noch gerne schöne Kühe, aber bei uns ist es entscheidend, wie viel Milch das eine gibt. Und das sind natürlich die Kühe, die jetzt unbedingt, nicht unbedingt in einer schönen guten Konkurrenz mitgeben, weil die einfach, das sind einfach eher Leistungskühe. Es ist auch alles natürlich eine Interpretation zu einer Ansichtssache. Sie hätten die zweite zumindest das Grabs genommen, aber Sutter bei der ersten war ein bisschen besser gewesen. Also ein gewisser Spielraum ist ja immer vorhanden, oder? Das ist immer so. Und letztendlich entscheidet eine Nuance und du kannst jetzt zwei Experten hernehmen, der andere vielleicht die und der eine die ein. Letztendlich hat auch jeder noch gewisse Vorlieben. Also der Noch-Einer sind vielleicht gerne eine grosse, eher schwere, eine breitarmige und der eine vielleicht lieber ein bisschen elegant. Ich meine, das ist einfach so, dass jeder seine eigenen Vorlieben, ja. Krebs ist ein OB gemeint, gell? Also Original Braunvieh. Also wir haben Original Braunvieh, ja. Wir haben schon immer Züchter, die Original Braunvieh gezüchtet haben, ja, das ist ja so, ja. Speziell gut mit Milch und Fleisch, oder? Oder auch relativ robust, ja? Vor allem robust und Zweinutzungsrasse, also Milch und Fleisch, ja, das ist einfach so. Und da kommt wieder ein bisschen mehr in den Trend. Mit der ganzen, ja, ich sage jetzt, Extensivierung von der Landwirtschaft sind die Kühe wieder gefragt, wo eigentlich muss relativ wenig noch viel produzieren, ja. Und eins hat sich gezeigt, dass meine letzte Frage, oder? Also die Feenschau ist wirklich ein kultureller Höhepunkt in Grabs, ja? Das ist ja so, ja. Das ist ein kultureller Höhepunkt. Es gehört einfach zur Gemeinde Grabs. Und ja, ich meine, Grabs, ich weiß nicht, was jetzt aktuell ist, das Verleunen und Waren, ist wirklich. Ich weiß aber, das sind irgendwie 70 Bauernbetriebe, das Grabs. Und Grabs ist, hat eine Gemeinde, die fast am meisten Bauernbetriebe hat im ganzen Kanton. Und da merkst du einfach noch, ob die Verbindung von der Bevölkerung zu der Landwirtschaft und umgekehrt ist einfach noch sehr gut. Das, und ja. Wir haben einfach, obwohl wir mehr als 7000 Einwohner haben, hat Grabs einen richtigen Dorfcharakter. Wir pönten einander, man sagt einander Heu und noch die Bauern und die übrige Bevölkerung hat einen sehr guten Kontakt miteinander. Und da spürst du auch an der Show, die Leute kommen an die Show und haben Freude und sind interessiert und schauen die Kühe an und haben, ja, fragen, wie sie heißen und ja. Und eben 450 Kühe, also 9% der Bevölkerung. Kühe sind da gewesen, das ist ja so, ja, genau, okay, ja. Also ein riesiges Interesse, aber nachher natürlich auch ein riesen Krampf. Wir sehen hier Peter Rickenberg, der Junior von Werner Rickenberg, die Kuhn am Boden. Ja, die Kuhn am Boden, die haben zünftig abgeräumt. Das heisst, am Schluss aber 22 Kühe haben es da, einen riesigen Stress. Und wenn ihr die Rangliste mal genau anschaut, dann stellt ihr fest, Grabselberg hat abgeräumt. Generell Grabselberg und allen voran eben hier die Kuhn am Boden. Der Werner war abgefahren und der Peter hat noch alle Hände voll zu tun gehabt. Und ich habe gewartet, bis er mir ein Interview geben konnte. Aber natürlich müssen wir warten und ich habe gerne gewartet. Ich habe gemerkt, es ist eine riesige Arbeit, ein riesiges Engagement. Dann habe ich die Mama gefragt. Du, Mama! Ja, ja? Was machen ihr denn besser als die anderen? Ja, wahrscheinlich nichts. Wir machen sie jetzt schon gleich wie andere Leute auch. Deine Tochter hat gesagt, vielleicht irgendein besseres Auge. Ja, als der Junior hat es vielleicht schon besser auch, als am Blutti. Hebt es ihm selber? Ja, es hebt es vielleicht schon selber. Er kann uns jetzt sehr ein bisschen anschauen. Ja, du hast gesehen, ein riesen hoher Stress, gell? Aber abgeräumt hast du natürlich. Was machst denn du besser als die anderen? Ja, ich mache nichts besser als die anderen. Das Glück muss einfach sicher auf der Seite sein von einem. Und die Kühe müssen im optimalen Stadium sein. Sie müssen zur richtigen Zeit kalbern und da braucht immer Glück. Und ja, es muss immer alles passen und wenn es so ist, dann sollte man es geniessen. Ja. Und wenn es mal nicht so ist, ist es auch nicht so schlimm. Es ist schön, wenn verschiedene Leute Erfolg dürfen haben, hier an der Viehschau in Grabs. Die Schwester und die Mutter haben gesagt, du hättest vielleicht einen guten Zug. Ja, es könnte vielleicht schon sein. Ich bin schon ein bisschen ein fanatischer Braufee-Züchter. Ich bin selber auch Rinder einstellen, den Viehschauen. Und ja, ich habe schon Freude an den Kühen.
Jetzt hat Shakira gefunden, gell? Ich hätte sehr den zweiten, den ersten Preis gegeben, den letztjährigen. Aber irgendwie Sutter bei der Shakira sei ein bisschen besser gewesen. Wie hast du es da gesehen? Ja, das war am heutigen Tag schon wieder so gewesen. Shakira hat schon ein bisschen länger gekalbert. Sutter war nicht mehr ganz so frisch gewesen. Delia hat immer noch ein bisschen, die zwei platzierte ein bisschen Fluss und am Mutterboden. Und das ist vielleicht heute auch der Ausschlag gewesen, warum es ihr nicht gelangt hat heute. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wie ich gesagt habe, Tagesform entscheidet. Wie viele Kühe hast du da gehabt? Wir haben 22 Kühe da gehabt. Und gell, am Schluss ein riesiger Stress, mal zu zusammensammeln. Ich sehe, wie dumm gesäckelt bist und gezählt hast oder so. Ja, das ist schon so. Am Schluss muss es halt wieder schnell gehen, dass die Kühe wieder heimkommen. Ja, dass und? Sie wieder daheim in die gewohnte Umgebung können. Und sind dann noch ein bisschen nervös natürlich, gell, am Schluss? Ja, einen hat dich noch ein bisschen eingeklemmt. Hast du dich noch verletzt? Nein, verletzt nicht, aber das ist klar, wenn der Bauer ein bisschen nervös ist, dann werden die Kühe auch nervös, aber das ist an einem solchen Tag ganz normal. Aber so ist ein Freudentag für dich, he? Ja, ein ganz besonderer Tag. Ja, wirklich ein Freudentag. Ja, mal noch einen Blick auf die Rangliste. Der Freudentag hat natürlich auch ein Ende und natürlich ist auch wichtig die Rangliste. Die Rangliste, die könnt ihr dann im Internet mit verbrennten Adressen ID noch abladen. Und wer ist verantwortlich dafür? Ja, das ist der Traubni, also der Werner Eggenberger. Werner, und jetzt bist du in der Rangliste? Ja, jetzt sind wir da an der Rangliste dran. Da ist halt eigentlich dann am Schluss noch das Finale und die fast die Ringsterben. Das Vorbereiten gibt sicher mehr Arbeit als da am Schluss noch, weil da das machen wir im Computer und dann muss man eigentlich nur noch die Liste ausdrucken und zusammenstellen halt noch die verschiedenen Sachen. Hast du mitbekommen, der Erlhoff Dies gesagt hat, du seist der Wichtigste, du seist ein bisschen im Hintergrund. Also, weißt du, wie lange bereitest du denn so etwas vor? Ja, das sind halt dann Etappen, auch von tut es eigentlich im August dann mit der Fanshow-Sitzung, wo wir dann da besprechen, wie wir es machen wollen. Und nachher geht es halt darum, dann die Daten zu besorgen, in dem Sinne, dass man den Bauern die Gelegenheit gibt, um sich zum Tier anzumelden. Ja. Aber ich denke, es braucht alle miteinander. Einer allein kann das nicht machen. Gibt es ja Preisgelder? Oder? Hast du ja schon ein paar Mal gedacht, dass sie, die es gewonnen haben, die ersten, zweiten, dritten, haben die auch irgendwie monetär oder speziell? Ja, das ist fast wie beim Shooten. Oh, nein, gibt es nicht. Es gibt im Prinzip eine Prämie, die jeder überkommt für jedes Tier, das er aufführt. Das ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, wenn sie da mit ihren Tieren erscheinen auf dem Schauplatz. Und darum hat man das allerdings schon gegeben, so eine Prämie eigentlich pro Tier und einen Grundbeitrag. Ja. Und die dann, weißt du, so richtig anzogen, weißt du, in den Sennenkleider kommen und so weiter, noch ein bisschen, eben, so ein bisschen speziell das noch pflegen. Ja. Da wäre die Idee gewesen, dass man vielleicht von der Gemeinde her denen noch etwas geben möchte. Oder wie siehst du aus? Also ich glaube jetzt nicht, dass es denen das Wichtigste ist, dass sie jetzt das entschädigt bekommen, sondern vielmehr, dass sie das als Brauchtum, als Tradition sehen und für sich und für ihre Angehörigen, für Freunde, wo immer sie sind ja auch angewiesen darauf, dass Leute mitmachen bei ihnen beim Herfahren. Und ich glaube, die machen es nicht wegen Geld, die machen es wegen der Freude zur Sache. Ja, ja, aber sie ist wirklich kulturell wahrscheinlich das Highlight von Grabs im Jahr, oder? Ja, einmal sicher aus der Sicht vom bürgerlichen Kreis, aber mittlerweile, wenn man so in die Runde schaut, hat es viele Interessierte, die vielleicht irgendwo die Wurzeln haben in der Landwirtschaft oder sonst einfach Freude haben am bürgerlichen Brauchtum, so wo kommt schauen. Ja, da hat es sicher viele. Ja. Eine letzte Frage, ist alles rumgelaufen? Ja, so ist es, ja. Und die Rangliste kommen wir gerade schon. Ja, die sollte dann auf dem Internet sein, schon um 6 Uhr weg. Ja. Und eben da braucht es auf unserer Seite vom Personal her, vom Rathaus, sind das irgendwo um die 12 Leute, die an dem Schalltag dann tätig sind. Und dort sind wir immer froh, wenn sie mitmachen. Und es gilt auch als Aufgabe von der politischen Gemeinde, dass man den Schauplatz herrichtet und dass man eben da die Unterstützung gibt.